Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 17. Mai 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, morgen ist ja Christi Himmelfahrt, also ein Feiertag, sodass ich mir selber auch den Freitag als Brückentag selbst verordnet habe. Das bedeutet irgendwie zweierlei. Zum einen bedeutet das, dass das nächste Tageshoroskop von mir erst am kommenden Montag kommt. Und zum Zweiten bedeutet das, dass ich damit die vielen Konstellationen, die bis zum Montag vorkommen, dass ich die jetzt in diesem Video besprechen möchte für euch, dass ihr so ein bisschen auch durch die nächsten Tage gut kommt, astrologisch gesehen. Ja, und deswegen zäumen wir mal das Pony von hinten auf und am kommenden Sonntag, jetzt am Sonntag, den 21., wechselt morgens um 9:09 Uhr die Sonne aus dem Stier in den Zwilling. Der nächste Sonntag ist also ein Sternzeichen-Wechseltag, der oftmals eine gewisse Verwirrung mit sich bringt, weil man nicht genau weiß, bin ich jetzt noch im Stier oder schon im Zwilling. Dann beginnt aber die 30-tägige Zwillingszeit, die Zeit der Zwillinge. Das ist ja die Zeit, wo die Tage am längsten sind, denn am Ende der Zwillingszeit steht ja dann die Sommersonnenwende mit dem Eintritt der Sonne in den Krebs und mit der Sonne in den Zwillingen kommt auch eine sehr bunte, lebendige, wissensdurstige und kommunikative und erlebenslustige Zeit. Also haben wir jetzt in den nächsten Tagen, die Sonne heute im 27. Grad des Stiers, haben wir jetzt in den nächsten Tagen, die letzten Tage des Stiers, mit dann einem Höhepunkt am Freitag mit dem Neumond, auf den wir gleich noch schauen werden. Ebenfalls am Sonnabend, ihr seht, ich gehe rückwärts vor, Sonnabend, Nachmittag, 17:31 Uhr, wechselt Mars aus dem Krebs in den Löwen. Wir haben dann also am Wochenende Mars und Sonne in Feuer- und Luftzeichen, wo sie jetzt in Erd- und Wasserzeichen stehen, die zwei aktive Planeten. Das heißt, es kommt eine extrovertiertere, mehr nach außen gerichtete, vielleicht in gewisser Weise auch leichtere Zeit auf uns zu, weil sich Mars im Feuerzeichen Löwe wohler fühlt als im Wasserzeichen Krebs. Bevor Mars aber seine ganze Kreativität und seine ganze Energie im Feuerzeichen Löwe steigern kann, vorher tritt er halt in die Opposition zum Pluto. Über das Dreieck Mars, Jupiter, Pluto habe ich ja ein extra Video gemacht auf 1961 Bumm, dieses Arbeitsdreieck. Der Mars wird nächste Woche Dienstag das Quadrat zum Jupiter machen, aber vorher macht er halt am frühen Sonntag um 3:12 Uhr die Opposition zum Pluto. Darauf läuft es halt so ein bisschen drauf zu und diese Konstellation wirkt jetzt auch schon und wirkt auch im Neumond. Und das ist natürlich Mars, Opposition Pluto. Das sind schon heftige Energien, der Gott des Krieges versus dem Gott des Todes. Da kann man gruseligste Vorstellungen haben, bedeutet aber vor allem erstmal mit Energie die notwendige Wandlung und Transformation voranzutreiben, nicht aufzupassen, nicht in Projektion und zu geraten und den eigenen Schatten, die eigenen Ängste auf andere zu projizieren, sich nicht, Jupiter ist ja mit dabei, ideologisch sich zu verbrämen und zu überhöhen, sondern aus einer sorgfältigen Sinngebung heraus die Energie zu entwickeln, mich aus alten Verstrickungen, aus alten Mustern, aus alten Programmen, aus alten Ängsten zu lösen, dann wird diese Konstellation, kann die sehr viel besser gelebt werden. Ja, und dann ist ein Tag vorher, am Freitag, den 19. um 17:53 Uhr, da ist dann Neumond im 29. Grad des Stiers, also der Neumond im Stier, diesmal ganz am Ende des Zeichens,
Wie gesagt, wechselt ja dann am Sonntag die Sonne in den Zwilling und am Freitag ja dann schon bereits um am Abend ja schon der Mond in den Zwillinge. Aber dieser Neumond im Stier ist sozusagen ein Fest der Erde, könnte man in gewisser Weise sagen. Ich habe es ja in den letzten Tagen immer wieder gesagt, es ist der Feiertag von Mutter Erde. Es geht hier ganz tief darum, zu erkennen, inwieweit mir innere Sicherheit fehlt und ich die im Außen brauche, mich absichern muss. Nicht? Bis dahin, dass es ja in manchen Ländern die Leute sich regelrecht einmauern in ihre Grundstücke. Und zum anderen, was sind eigentlich meine wirklichen Werte? Bin ich vielleicht auf dem Weg, äußerliche Werte als Kompensation für mangelnden inneren Selbstwert zu nehmen? All das kann dieser Neumond uns zeigen und uns auch tief in der Erde verwurzeln. Bevor wir da noch mal kurz zurückgehen, gehen wir jetzt sozusagen von heute aus und dann wieder vorwärts. Ja, heute Morgen haben wir noch den Mond im Widder. Und Jupiter ist gestern in den Stier gewechselt. Natürlich ist er gestern Abend, ist Jupiter 19:20 Uhr. Natürlich ist Jupiter hier auf 0 Grad 8 Bogenminuten im Stier noch nicht wirklich angekommen. Aber das wird in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr passieren, denn Jupiter ist quasi ein Jahr jetzt im Stier, wird allerdings dann auch von September bis Dezember rückläufig im Stier. Und dazu habe ich ja einiges gesagt, dass da mit Jupiter im Stier, erinnere ich, was ich eben zum Neumond sagte, dass mit Jupiter im Stier eben auch die Werte eine Umdeutung erfahren können, dass wir vielleicht mehr Wert auf die Erde legen, auf die Natur legen. Aber auch der Materialismus ist natürlich irgendwie die Ausbeutung. Diese Themen sind natürlich auch weiterhin da. Und Jupiter läuft ja hier im Stier dann ins Quadrat zu Pluto, ein Aspekt, der in der Nacht jetzt zum Donnerstag, also zum Morgen exakt ist, um 3:10 Uhr ist der exakt. Pluto ja hier Anfang Wassermann auf dem Weg zurück in den Steinbock. Und dann kommt es hier erstmal eben zum Quadrat von Jupiter und Pluto, was auch Macht bedeutet, Machtauseinandersetzung, ideologische Auseinandersetzung. Von ich weiß gar nichts bis hin ich meine, ich weiß alles und sage euch auch, wie es zu sein hat, kann hier alles im Grunde auch vorkommen. Dann wird heute Mittag um 14:27 Uhr wird der Mond aus dem Widder in den Stier wechseln. Die ganz, ganz heiße Neumondphase beginnt dann. Wir sind ja schon in der Vor-Neumondphase. In der Vor-Neumondphase ist es immer so, dass die Kraft des Unbewussten anwächst, aus dem Unbewussten kommen immer mehr Impulse. Ne, das bedeutet, geht manchmal auf Kosten des Bewusstseins. Ne, also wir sollten uns dann eben sehr achtsam sein, sehr konzentriert sein in diesen Tagen, wenn wir beispielsweise mit Dingen zu tun haben, wo auch andere Menschen beteiligt sind, nicht, wenn wir Busfahrer sind oder Ärztin etc. Ja, Mond im Stier, dann heute Nachmittag. Ne? Der Mond fühlt sich ja wohl im Stier. Kurz vorher geht er hier über Jupiter rüber. Da ist der Mond erdig. Da sind seine Bedürfnisse klar und deutlich zu sehen. Aber es geht hier eben dann auf diesen Neumond zu. Die Sonne läuft ins Sextil zu Neptun. Und auch hier im Sextil zum Mars. Wir sehen, hier sind, auch das habe ich in den letzten Tagen schon gesagt, neben diesem Arbeitsdreieck aus Jupiter, Pluto und Mars sind auch grüne Linien, also harmonische Aspekte mit Sonne, Mars, Neptun, Saturn vorhanden. Beide Seiten sind da. Es liegt letztlich mal wieder an unserer Geisteshaltung, an unserer inneren Ausrichtung, welcher Seite wir in uns mehr Gewicht geben wollen. Es sind also auch harmonische, aufbauende Aspekte da. Vielleicht brauchen wir dieses Arbeitsdreieck, diesen Aufbruch mal im doppelten Wortsinne, um die Dinge voranzutreiben. Ja, und wie gesagt, irgendwie ist dann Freitag der Neumond. Der Kreis schließt sich wieder. Ne? Der Mond läuft auf die Sonne zu. Der 29 Tage dauernde
Sonne-Mond-Zyklus endet und ein neuer im Stier beginnt. Und in dieser Neumond-Figur ist natürlich dann auch hier dieses Arbeitsdreieck von Mars, Jupiter und Pluto mit drin, was von der Energie her dann den nächsten Sonne-Mond-Zyklus, also so die nächsten 30 Tage, mitprägen wird, wie auch die anderen Aspekte auch. Es ist eine Zeit, wo Veränderungen stattfinden werden. Wie ich schon sagte, Mars und Sonne, aktive Planeten, wechseln die Zeichen in extrovertierte, nach außen gerichtete Zeichen. Und wir haben eben hier den Wechsel des größten Planeten unseres Sonnensystems in den Stier und gleichermaßen hier den Kontakt zu Pluto. Da kann einiges aufgerissen werden, da kann es zu einigen neuen Erkenntnissen kommen oder zu einer Ausrichtung auf einen neuen Weg. Hoffen wir mal, dass das alles ein guter sein wird. Ich gehe mal davon aus, denn auch die guten, die lichtvollen, die heilenden Kräfte sind ja auch stark vorhanden, wie wir ja alle wissen. Ja, soweit dieses wirklich längere Horoskop für die nächsten Tage. Ich wünsche euch allen einen schönen Feiertag morgen, die ihn haben, Christi Himmelfahrt, und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns spätestens am kommenden Montag wieder zum Tageshoroskop, dann für die neue Woche mit neuen Konstellationen. Bis dahin alles Liebe und tschüss.